Hallo meine Lieben, heute gibt es wieder einen richtig leckeren Schokokuchen von mir und zwar ist das mein Notfallkuchen. Den mache ich immer, wenn spontan Besuch angesagt ist. Er ist in 0, nichts fertig und ist wirklich immer super lecker. Sehr saftig und schokoladig und hier sind dann auch schon die Zutaten. Wir brauchen Mehl, Zucker, Butter, ein Ei, Joghurt oder Schmand, Kakaopulver, Backpulver, Zartbitterkuvertüre, Vanillezucker und Wasser. Und zwar beginnen wir damit, die Butter, den Zucker und die Schokolade als auch den Joghurt in einen Topf zu geben und ich lasse das Ganze dann schmelzen. In der Zwischenzeit verrühren wir dann den Kakaopulver mit dem Mehl und dem Backpulver. Und sobald es dann im Topf anfängt zu schmelzen, gebt ihr natürlich auch noch den Vanillezucker mit hinzu. Und wichtig ist, dass ihr das nicht aufkochen lasst, sondern einfach nur schmelzen lasst. Sobald dann alles geschmolzen ist und keine Klümpchen mehr drin sind, gebt ihr dann das Ei mit hinzu. Deswegen ist es auch wichtig, dass die Masse nicht kocht, sonst gerinnt euch das Ei. Und dann können auch schon die trockenen Zutaten hineingegeben werden. Und nun verrührt ihr das Ganze mit dem Schneebesen so lange, bis keine Klümpchen mehr zu sehen sind. Diesen Teig gebt ihr dann in eine Auflaufform. Und diese braucht ihr natürlich nicht einzufetten, also da klebt euch wirklich nichts an aufgrund der Butter. Und dann backe ich den Kuchen bei ungefähr 180 Grad, etwa 20 bis 30 Minuten, aber macht auf jeden Fall zwischendurch die Stäbchenprobe. Sobald der Kuchen dann aus dem Ofen ist, lasse ich ihn komplett auskühlen und bestreue ihn mit Puderzucker. Natürlich könnt ihr auch noch Schokoladenglasur darüber geben, aber weil der Kuchen wirklich super schokoladig ist, verzichte ich darauf und Puderzucker genügt. Wie ihr sehen konntet, handelt es sich dabei um ein wirklich super einfaches und schnelles Rezept. Ihr braucht dafür keine Küchenmaschine, sondern einfach nur einen Herd und einen Ofen und die Zutaten natürlich und das war's. Und ich verspreche euch, eure Gäste werden begeistert sein, denn der Kuchen ist sowas von locker und luftig, also wirklich einmalig. Das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Nachmachen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!